Moin, moin. Mein Name ist Hanrich der Löwe. Wir spielen. Wollte schon wieder sagen. Oh. Battlefield Gothic Armada 2. Und ja, wir spielen die Menschen. Sind in diesen. Warte mal. Ja, jetzt ist er in diese Galaxie gekommen. Und müssen jetzt hier diesen Sektor einnehmen. Ja. Ich glaube. Verteidigung haben sie nicht. Das sind 500. Reicht doch eigentlich, wenn wir den hier als Backup lassen. Nee, komm, ich lasse die Space Marine als Backup. Das sind leichte Kreuzer. Und die Space Marine haben auch nur leichte Kreuzer. Er muss... Ah, muss die Runde beenden. Heinrich, du Horst. Jawoll! Habt ihr das gerade gesehen? Und jetzt rüsten die auf. Ja, fickt euch doch. Das kotzt mich gerade dermaßen an. An enemy fleet is approaching one of our sectors. Ja. Das habe ich auch gerade gemerkt. Invasion. Invasionen kommen aus unbekannten Standorten. Das habe ich auch gemerkt. Invasionsrisiken. Je höher der Bedrohungswert einer Fraktion in einem Sektor, desto höher der Risiko einer Invasion. Hä? Angriffsunterbrechung. Feindliche Angriffe und Invasionen, die auf ihnen kontrollierten Systeme zielen, können durch Schlachtpläne verzögert werden. Fahren Sie mit der Maus über den Angriff der Schaltfläche und Optionen anzuzeigen. Schlachtpläne. Schlachtpläne können auf zwei Arten erhalten werden. Eine besondere Zielorte in dem kontrollierten Systemversorgung. Schlachtpläne. Schlachtpläne können erbeutet werden, indem wir Angriffaktionen auf feindliche Flaggschiffe durchführen. Okay. Tja. Ich habe ja mit gerechnet, ne? Dass irgendwie mal hier wer angreift, aber so schnell. Was macht jetzt mehr Sinn, da in Waffenplattformen zu investieren oder in Minen? Minen verzögern das Ganze um eine Runde, ne? 1300, alter Schwede, fickt euch, echt. Fickt euch. Vielleicht können wir nächste Runde dann die andere Minen nochmal nehmen. Nee, das hilft der mir auch als Backup gar nicht hier. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ich muss jetzt hier alles aufgeben. Ich sehe nichts anderes. Also zurück. 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 Ach, geht gar nicht, weil jetzt hier alle schon besetzt sind. Mr. Unwichtig. Toll, ey. Wir hätten das jetzt schön einnehmen können. Jetzt werden die das da unten nämlich schön verbarrikadieren. Das werden die jetzt hier so verbarrikadieren. Die bauen jetzt hier wahrscheinlich komplett alles aus. So ein Scheiß. Das regt mich auf. Das hat das Spiel doch extra gemacht, oder? Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? So. Keine Bewegung mehr. Und dich muss ich auch mehr ausrüsten. Backups kannst du knicken, da brauche ich ja eine einzelne Einheit, brauche ich gar nicht zurücklassen. Na, er fängt da schon an, Minen zu machen und so. Ich hoffe, die Necrons machen da, hauen da echt auf die Scheiße. Dass das Chaos da nicht die Möglichkeit hat. Ja, auf 2 erhöht, schön. Ich habe leider etwas Besseres zu tun. So. Warte mal. Wo ist denn der dritte? Den habe ich. Habe ich alle abgezogen? Ich habe alle abgezogen.
Space Marine, wo ist denn... Ach, da. Ich dachte schon, ich habe dich vergessen. So. Ja, noch eine Runde, dann können wir das Ganze noch... Ja. Minenfelder, die hat man ja im Spiel nicht, ne? Wir können es verzögern. Macht keinen Sinn. Wie viele haben wir jetzt? 800? 900? Na. Das ärgert mich gerade richtig, ey. Ja, hilft nichts, ne? Hilft einfach nichts. Schade. Necron, greift doch wenn mit allen an, Mensch. So. Ein Zug noch. Alles repariert, alles da, alles repariert, alles da. Macht es noch Sinn, Minenfeld zu kaufen? Feindliche Invasion und Angriffe auf das Zielsystem werden durch Minenfelder... Einzug verzögert. Das, ach komm. Das können wir jetzt danach mal bauen. Aber dann können sie wahrscheinlich mal von hier kommen oder von da kommen. Ist ja Wumpe. Die kommt von überall. So. Agrarwelt will ich nicht. Schiffe, Geld kannst du gebrauchen. Ja. Ja, wir müssen da echt noch warten. Die können wir... Haben wir schon alles echt gut abgegradet. Die müssen nochmal Stufe 3... Ah ne, hier. Stufe... Ich will erstmal Stufe 3 irgendwo haben. Ach ne, die Festungswelt. Ach so, warte mal. Ich habe Stufe 2 gar nicht. Bei der Festungswelt. Das raff ich jetzt erst. Ich muss das noch bauen. Aha. Hier wäre 200 Ressourcen. Dann machen wir das. Machen wir das mal hier. Oh, jetzt gibt es noch Metallerchen pro Zug. Schön, schön, schön. Upsala. Ein Zug noch, bis wir auf die Fresse kriegen. Weil mir sind doch diese beschissenen... Ah, das Chaos. Gott sei Dank. Ich dachte Elder, ey. Ich mag diese flinken Elder-Schiffe nicht. So. Was haben wir denn? Wir haben Night Lords. Paris Children, Night Lords noch mehr. Hauptsache, die haben hier ihre Gitarre nicht mitgebracht. Mit ihren Schallwaffen oder was das da war. Ja, das heißt, 825 Punkte sind auf dem Schlachtfeld. Die haben Reserve, wir haben Reserve. Naja, let's start. Ich hoffe, wir gewinnen. Tempo und Wendigkeit sind das A und O. Jeder Aldari-Flotte. Ja, da müsste man wirklich auf Tempo und Wendigkeit gehen. Bei den... Oh, heißen die jetzt echt Aldari? Warum? Ich denke, ich kenne die unter Elder. Hat sich da was geändert die letzten Jahre? Heißen die jetzt generell das Volk Aldari oder nur ihre Flotte? Kann das mir jemand in die Kommentare schreiben? Wäre sehr, sehr nett. Oh, ey. Müssen sie Punkte einnehmen. Na gut, ausnahmsweise haben wir mal den Vorteil. Dass quasi... Ja. Ach, es gibt auch noch Quallen. Course engaged. Autofeuer. Scheiße. Understood. Target locked in. Gut, haben wir das Thema hier erledigt. Coordinates acknowledged. Ich hoffe, die Plattform
haben auch Autofeuer. Ich kann nichts einstellen. You have seized a strategic area. You have seized a strategic area. So, da wir alle gerade ausfliegen, Waffe auf Front richten, Angriffswinkel, ne? Muss ich mal häufiger machen. Und wir kämpfen um diesen Punkt. Engaging. Feuer frei auf die Quelle, ich will keine in der Nähe haben. Super, auf die nächste. The enemy has seized a strategic area. Scheiß Quallen. Galaktische Pest. The enemy has seized a strategic area. 4, 5 Signale. Na, wir kämpfen hier um diesen Punkt. Definitiv. Ich würde auch sagen, hier. Gib mal Gas. Give us purpose. Ihr könnt da auch gleich reinfliegen. Und seitlich schießen ihr. We serve. Halt, mein Freund. Cruising speed set. Enemy sighted. Ship ready. Heading acknowledged. Aye, Admiral. Nee. Nicht schießen, halt. Where shall nicht we schießen, halt. You have seized a strategic area. Feuer. Coordinates acknowledged. Enemy sighted. Und Treffer. Setting course. Aye, Admiral. I am listening. Moving to position. Los, weg da, weg da, weg da. Ihr dürft schießen. Your orders? Ja. Enemy sighted. Das war gut. We wait your command. Enemy sighted. All ahead, fall. Cruising speed set. We serve. Ah, da hinten ist einer versteckt. 6 Sekunden, dann gibt's denn die nächsten Torpedos. Enemy sighted. Muss passen. Reloading. Targeting enemy vessel. Könnt ihr die ja mal töten? We wait your command. Feuer an Bord. Eieiei. Seitlich schießen. Habe ich vergessen, bei dir einzustellen. Ne? Du auch seitlich. Meuterei. Oh, haben wir ein Schiff verloren? Ah, die verlieren gleich ein Schiff. Oh, 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 oh. Die Qualle wollte einfach da nicht explodieren. Ship ready. You have accumulated 25% of strategic points. Obliterate that target. Ship ready. Puh. Target locked in. Your orders? So, Frontwaffen, darauf. Engaging target. Du auch, komm mal hierher.
the Emperor! Oh, der muss gleich reparieren hier, der Freund. Damage teams, begin repairs now! Space Marine. Enemy ship crippled by the lightning strike. Maximum burn. Rammanöver. Oh, was sagt denn jetzt hier? Setting course. Oh, das explodiert. Cruising speed set. So, haben wir. Was ist da? Schießen die Station kaputt. Okay. Na gut, kann ich mit leben. Your orders? Da kommen die nächsten. We serve. Course engaged. Ich glaube, wir haben ein kleines Schiff verloren, kann das sein? Aber wenn die The enemy has accumulated 25% of strategic points. Wenn die ein bisschen auseinander sind, die Feinde, ist ja gar nicht doof. Dann fangen wir die hier ab. Aye, Admiral. Und ja, killen die nichts. We lost the defense platform. Kein Problem, dafür sind sie da. Ship ready. Alles aufgeladen, der lädt noch. You have accumulated 50% of strategic points. Und los. Maximum burn. Und los. Ship ready. Los. Show us the enemy. Show us the enemy. Hey, 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 halt, halt, halt. Hier normal. Standard speed engaged. Enemy sighted. Scheiße, ist so ein großes. Coordinates acknowledged. Engaging. We wait your command. Give us purpose. Halt. Wow, halt. We lost a defense platform. Weiter. Aye, Admiral. Ship ready. Wir müssen nach vorne kommen, verdammt. We serve. The enemy is seizing one of your strategic areas. You have seized a strategic area. So, weiter. Understood. Er will sich vereinen. Das müssen wir verhindern. Engaging target. The enemy has seized a strategic area. Your orders? Cruising speed set. Scheiße, die Quallen. Ich hab die Quallen vergessen. Gut, danke, haben wir es erledigt. We serve. Puh, ah, die werden sich leichter verbinden, das ist doof. Was macht ihr da, Idioten? We wait your command. Dann löscht das doch. Nur Frontalwaffen, bitte. Engaging. Feuer. Na, er fliegt doch voll rein, das ist schön. All ahead full. Aye, Admiral. We wait your command. Ah,
Engaging engines. Cruising speed set. Super. We wait your command. Underway. Aye, Admiral. Und Seitenwaffen. You have seized a strategic area. Nee, warte, du. Und ich muss mal nach langer Zeit wieder auf Pause machen, weil die sind jetzt fertig. Ihr dürft jetzt schießen. Und bitte hier als Verstärkung. Die haben aber selbst noch keine Verstärkung erhalten, ne? Gut, die sind wieder, die trennen sich, weil sie wieder einen Punkt einnehmen müssen. Where should we strike? Nachladen. You have accumulated 75% of strategic points. Oh oh oh, Reparatur. Damage teams, begin repairs now. Junge. Heading acknowledged. Wir schicken da noch mal ein bisschen Truppen hin. Understood. Reporting successful boarding action. We wait your command. We stand ready. So, weiter feuern. For the Emperor. Der haut nicht ab, der Typ, ne? Enemy sighted. Aye, Admiral. Boarding teams have crippled the enemy. Ship ready. Der lebt immer noch, das gibt's nicht. Ey, du musst da was tun. Die zerschießen da mein Lieblingsschiff. Das von Spire, das kann nicht sein. Ship ready. Impossible, Admiral. Der muss da weg. Underway. Course engaged. Na, kommt was an, kommt was an. Wunderbar. Your orders? Parieren und auf dem Feuer da. Feuer auf den Kleinen. Wir müssen nochmal verrecken. Ship ready. Give us purpose. So, seitliche Waffen, Feuer. Initiate Thunderhawk Bombardment. So, ihr jetzt auf den da. Oh, den hat's zerlegt. Ey, ich war noch gar nicht fertig. Was passiert jetzt mit der restlichen Flotte? Bleiben die noch am Leben, oder? Geschwader sind leichte Beute für Verteidigungstürme. Wählen Sie daher isolierte Ziele mit klaren Angriffssektor anstelle eines ganzen Haufens von Schiffen. Ja, eine Firestorm haben wir verloren. Hier, ne, der Spire hat aber auch ganz gut einen auf die Nase gekriegt. Ja, der Reserve kam gar nicht rein. Also sie verschwinden alle, super. Okay. Oder auch nicht. Spire. Ja, Spire, Spire. Hier ist es doch eigentlich am besten, oder? 9 und 45 Reparatur ist eigentlich 40, ist eigentlich auch nicht verkehrt. Oh, hier kriegen wir auf jeden Fall Geld aus diesem Sektor. So, du bist eigentlich repariert, ne? Geld haben wir eigentlich keins. 44 kriegen wir.
Lieg mal ins Cardia-System. Was ist deine Maximal? 396 von 150. 155. Ah, hier, das ist ja geil. Ein Strike Cruiser. Ich will nur kurz gucken, die kosten echt viel, ne? Haben nur 62 Talerchen. Oh ja, sowas wäre nochmal schön. Oh, schön, 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 schön. Dafür haben wir leider kein Geld. Och Mann. Ich glaube, wir sparen das Geld erstmal und packen das hier wirklich ins Cardia, in den Cardia-Sektor, damit wir hier vielleicht noch mehr Geld rauskriegen. Na, also, wenn wir vielleicht auch hier mal 44 haben oder so. Vielleicht einfach mal ein paar Runden nichts tun. Aber du bist ja eigentlich soweit ganz gut. Kannst du noch bis hierhin springen, oder? Nö? Und dann beenden wir die Runde. Die Bedrohung wird immer mehr. Hm. Die Kampagne ist gefährdet. Dazwischen liegen jedem großen Ziel zu viel Zeit vergeht. Achso, ja. Ja, auch nichts für. Wenn irgendwie von hinten irgendwelche scheiß Drecksfeinde kommen. Dann müssen wir echt langsam diesen scheiß Sektor da erobern, der jetzt gerade aufrüstet. Ah, das ist gut. Das ist gut. Einer zieht sich da ab quasi. Das ist gut. Soll er ruhig meinen Sektor einnehmen, habe ich nichts dagegen. So, hier schicken wir die B-Mannschaft mal rüber. Soll er ruhig einnehmen. Und dann greifen wir hier an. So, können wir hier irgendwas im Cardia-Sektor komplett ausbauen? Symbol. Einnahmen durch Ruhm. Boah. Auch nicht doof. Festungswelt. Erhöht Reparatur. Konstruktionspunkte. Erhöht die Bedrohung der Fraktion, die das System kontrolliert um 1. Aha. Tote Welt. Verringert die Abklingzeit imperialer Landebuchten in allen Sektoren. Irgendeine Geschichte. Strategische Position. Erlaubt ihnen eine Raumstation zu bauen. Aha. Ist natürlich auch fett. Wir haben eine Werft und... Senkt die Anzahl der Züge, bevor ein neuer imperialer Flottenanführer vorgeschlagen wird. Mhm. Erhöht die Startstufe der imperialen Flottenschiffe. Ja, ich brauche aber Geld. Alles andere ist mir eigentlich scheißegal. Ich mache das hier mal. Ich bin gespannt, ob ich dann die 200 Ressourcen nach dem dritten Punkt kriege, ob ich die schon bekommen habe. Da warten wir nächste Runde nochmal. Oh, du musst noch warten. Du eigentlich nicht. Ich schick dich weiter. Wir rüsten erstmal auf. Alle da. Hier haben wir keinen Punkt mehr zur Verfügung. Okay. Dann lasse ich das Chaos mal kommen. Entschuldigung, wenn ich ins Mikro gekommen.
Oh, die springen alle weg. Gut. Oder auch nicht. Tja, 150 wäre eigentlich schon wieder ein leichter Kreuzer, ne? Oder so, aber ich will jetzt nicht mehr wissen. Ach, das geht nicht, weil mir irgendwas anderes fehlt. Aha. Ich weiß echt nicht, was ich hier nehmen soll. Landebuchten in allen Sektoren. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ich nehme das einfach mal. Kriegen auch nicht mehr Geld. Na gut. Tja, ziehen wir dich da runter. Und euch schicken wir dahin. Das heißt, der Spire, der kann ja schon mal hier einen weiter. Ne? So. So, 3 zu 1 in Überzahl. Das muss doch Autoschlachte locker gewinnen, oder? Okay, das heißt mit Spire 2 Flotten, die unberührt sind quasi. Das heißt, nächste Runde können wir unsere Mission machen, wenn nicht irgendwo wieder irgendwas angreift. Und auch diese Mission könnte man schon fast in Überzahl machen. Ich beende mal einen Zug und ich hoffe, da kommt jetzt keine neue Flotte oder so. Und auch keine dicke Festung. Und auch keine irgendwie Armee von irgendwoher. Ah, aber kämpft euch selbst. Das gefällt mir. Zug 39. So. Erstmal Spire. So, jetzt sind wir in Überzahl. Doppelt. Ziehe ich dich noch rein? Ne, Space Marine Held ist mir noch ein bisschen zu sehr beschädigt. Den will ich nicht riskieren. Hier werde ich aber eine Verteidigungsplattform aufstellen und auch Minenfelder, weil die kommen wir ja nicht, die kriegen wir nicht sofort ran, die Schweine. Den schicke ich trotzdem nochmal rein. Und diese Schlacht werde ich spielen, weil das eine Mission ist auf jeden Fall. Und dafür ist das Video zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Unterstützt euren Bruder Heinrich. Und ja, nächstes Mal geht's bei Agrippinea weiter. Oder wie man das auch aussprechen mag. Haut rein. Ciao.